Ich habe doch dem Amerikaner eine Freude machen wollen und habe ihm ein Stück Gestrick von meiner letzten Hinrichtung angeboten. Als Andenken an Wien. Aber der hat das einfach ausgeschlagen. Der war überhaupt nicht heiß drauf. Genieren Sie ihn nicht, Mister, habe ich gesagt. Aber der hat das einfach abgelehnt. Direkt unangenehm berührt ist er gewesen. Man könnte fast sagen, pikiert. Da soll sich einer bei den Amerikanern auskennen. Da ist der Wiener aus einem anderen Holz. Wenn ich drauf ausgewiesen wäre und es meine strenge Berufsehre zugelassen hätte, ich hätte 10-mal mehr Strick verkaufen können, als ich zum Aufhängen sämtlicher Delinquenten verbraucht habe. Und das hat mich auch stutzig gemacht. Wenn die da drüben alle so denken wie der, dann ist das nichts für mich. Bitte, ich bin doch kein kalter, gewissenloser Mörder. Ich habe einen schwierigen, fast diffizilen Beruf. Das ist gar nicht blöd, weil manche Leute sagen, es ist eine Kunst, einen Menschen schnell und sauber aufzuhängen. Aber wenn das nicht anerkannt wird, wenn die mir nichts anderes sind als eine Maschine, die schnell die Leute abmurkst, eine Gesetzesvollstreckungsmaschine, na, mein Lieber, das hat's bei mir am Falschen, weil ich bin mehr, ich bin der Meister langer als solcher, ein denkender Mensch, der auch ein Herz hat, und als solcher will ich auch anerkannt werden. In Wien ist das der Fall. Da hat man Herz, agmiert. Da ist man sensibel.